Hallo YouTube und willkommen zurück zu Transocean 2. 49 Tage haben wir noch für die Regionsmehrheiten. Da arbeiten wir schon fleißig dran. Wir müssen jetzt noch schauen, dass wir in Südamerika... Hier fährt irgendwie nie einer hin. Dass wir hier die Regionsmehrheiten bekommen, dann sollten wir hier vielleicht auch nochmal ein paar Schiffe kaufen. Ja, das machen wir mal. In Metro Vancouver kaufen wir uns jetzt auch mal ein paar Bulkschiffe. Mal sagen, nur Klasse 2. Ach, geht ja gerade nicht. Konto ist ja gesperrt. Upgrades eingebaut in einem ihrer Schiffe. So, fangen wir erstmal an mit der Casablanca. 70 Millionen. In Jeddah sind wir. So, dann haben wir Salalah. Java, 96 Millionen. Dann können wir noch ein paar kleine mitnehmen. 130 Millionen. Dann die Normandie in Valencia angekommen. Was heißt angekommen? Die wurde upgegradet. Jetzt kann die auch das große Geld machen. Müssen wir aber erst nach Salalah. Machen wir nur eine 2-Millionen-Tour. Eines ihrer Schiffe ist fertig repariert. Automatikschiff. Noch ein Automatikschiff. Die müssen jetzt erstmal Geld verdienen. Dann haben wir die Achilles repariert. Ein Klasse 3-Schiff. In Bangkok. Waren wir auch schon lange nicht mehr. Und hier haben wir jetzt 150 Millionen Auftrag nach Colombo. Gehen wir das Risiko mal ein. Anschwärzen kann uns keiner. Upgrades eingebaut in einem ihrer Schiffe. Die Yamato auch fertig abgegradet. Ist auch in Valencia. Da fahren wir Richtung Türkei. Da sind wir schon mal ein bisschen näher dran an unserer Lieblingsecke. Der Butler, 74 Millionen. Und hier ein Auftrag für einen Tag, 120 Millionen. Und das bei gerade mal 1 Million Barrel. Haben wir nochmal 1 Million Barrel, 50 Millionen. Dann haben wir 30 Millionen für 500.000 Barrel. Hier nochmal 6, da haben wir über 200 Millionen schon wieder. So wie die Frida, 241 Millionen. So, die kann ja mal nach Java. 70 Millionen, 13, 7. Ja, 91 Millionen. Dann die Regina, 71. Da fahren wir auch. Da können wir mal nach Colombo.
150 Millionen. Dann haben wir immer noch massig Platz. Wir 23, 24 mit, dann haben wir 200 Millionen. Falls wir das Geld noch brauchen. So, die Moonlight. Jetzt auch in Jebel Ali. Die tummeln sich alle gerade hier im selben Hafen. Dann können wir mal hier nach Jeddah. Was hier für Aufträge? Das ist unglaublich. 90 Millionen, 60 Millionen. Nochmal 7. 6. Und schon haben wir 163 Millionen wieder aufgeladen. Der African Star. Über 40 Millionen eingefahren. Da sind wir nur einmal nach Colombo. Oben wieder zurück nach Java, weil wir das Schiff ja upgraden wollten. Mit 80 Millionen wieder zurück. Und dann müsste das Konto freigeschaltet sein. Und das ist jetzt in dieser Sekunde passiert. So, unsere Automatikschiffe, die machen ein bisschen Geld. Aber viel wichtiger sind die Regionspunkte. Die macht die Augustus nicht. Die bringt 107 Millionen. Und da könnten wir... Oh, nach Singapur. 150 Millionen mit einem illegalen Auftrag. Ja, man muss ja kein Risiko jetzt eingehen. Einmal haben wir jetzt schon. Mal gucken, ob das gut geht. Fahren wir nach Jebel Ali. Können wir nur einen Auftrag mitnehmen. 40 Millionen. Und die Jennifer, 278 Millionen. Das ist doch ein neuer super Rekord hier. In Salalah. Dann fahren wir jetzt nach... Oh, Colombo. Dann kriegen wir wieder zwei Riesenaufträge mit. Schon wieder über 200 Millionen. Meine Güte. So, mal erstmal Pause. Ich wollte in Vancouver. Oder machen wir Georgia? Ne, Georgia ist, glaube ich, näher dran. Dann fahren die hier so runter nach Südamerika. Können sie die erste Tour sogar nach Balboa, jawohl. Dann kaufen wir da mal ein paar Bulkschiffe jetzt. Ja, was heißt ein paar? Gleich ein ganzes Dutzend. Also Klasse 2, jawohl. 50.000 Kubik. Dann bekommt Boyle zwar ein bisschen Geld, ist aber völlig wurscht. 50.000 Kubik, das war Nummer 2. Nummer 3. Nummer 4. Nummer 5. Nummer 6. Nummer 7 hat sogar 70.000 Kubik Ladevolumen. So, Nummer 8. Und die 10. Sollte jetzt erstmal reichen für den Anfang. Oh Mann. Dann müssen wir mal gucken, ob wir Aufträge nach Balboa haben.
Ja, und der hat schon einen Auftrag. So, dann automatisieren wir mal. Balboa, Lima. Balboa, Lima. Machen wir mal so für 1,2 Millionen. Ach Leute, ich will doch hier in den Hafen rein. Wir haben noch so viele Schiffe hier. Müssen wir noch alle automatisieren. Ich habe jetzt, diese Schiffe sind jetzt im Hafen, die werden alle angezeigt hier. Das ist ein bisschen blöd. So, Balboa Lima. Fahren wir erstmal so ein paar Mal hin und her. Nachher können wir ein paar Schiffe nehmen, die von Lima nach San Antonio fahren. Automatisiert. Nur die Amanda ist ja nicht unterwegs. Die ist hier im Hafen schon angekommen. Hat ein bisschen Minus gemacht, weil wir ja keinen Auftrag hatten. So, dann gucken wir nochmal schnell, was wir haben. Jeddah. Ja, das lohnt doch. 81 Millionen. Machen wir nochmal und dann laden oder fahren wir ab. Die Fury. Oh, 120 Millionen mit einem Kühlaggregat. 360 Millionen! Das ist ja, das habe ich ja noch nie gesehen. Ey. So ein Riesenauftrag. 240 war, glaube ich, mal das höchste. 360 Millionen. Alter Schwede. Gibt noch Manzanillo, aber ist viel zu weit weg. Wir fahren mit dem Schiff mal nach Italien. 20 Millionen. Was ist denn hier los? Mombasa. Kapstadt. Da ist die Automatikschiffchen hier. Und wir haben jetzt schon 57 Regionspunkte. Das geht ja ratzfatz hier mit den ganzen Automatisierungen. Zollkontrolle abgeschlossen. So, Better World Shipping hat auch weniger als einen Tag. Da müssen wir jetzt mal ganz gemächlich dann starten. Damit wir da gleich mal eine Zweigstelle übernehmen können. Und zwar hier in Afrika Ost, damit wir da die Regionsmehrheit bekommen.
die Shark. Da fahren wir nach. Ja, fahren wir mal nach Jeddah. Immer ein Auge hier drauf. Sobald der Sabotageschutz weggeht, müssen wir da sofort handeln. Weil sonst macht das sofort ein anderer. Der Butler. 202 Millionen. Das ist natürlich ein super Abschluss hier für diese Folge. Wir arbeiten kräftig daran, hier die Regionsmehrheiten zu erlangen. Mal sehen, ob das noch klappt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn du auch in der nächsten Folge wieder einschaltest. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.